Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute: Wie erziehe ich einen Apfelniederstamm-Jungbaum gleich nach der Pflanzung? Wie erziehe ich ihn und wie schneide ich ihn? Wir haben hier so ein Exemplar frisch gepflanzt worden und die Herrin des Gartens hat ihn dann noch so ein bisschen geschnitten. Dazu vielleicht den ersten Kommentar: Ich würde das nicht machen. Ja? Wir sind uns ja beim Ziel, den wir haben, wenn wir so einen Niederstamm pflanzen, einig. Er soll klein bleiben und er soll möglichst schnell und möglichst viele Früchte tragen. Schnitt führt dazu, dass die Pflanze mit Wachstum reagiert und dieses Wachstum konkurrenziert nachher den Blütenansatz und die Frucht. Wenn wir also haben wollen, dass der Baum möglichst klein bleibt und auch möglichst schnell Früchte trägt, müssen wir ihn im Wachstum reduzieren. Das erreichen wir durch zwei Maßnahmen. Kein Schnitt oder möglichst kein Schnitt und Äste flach bieten. Je steiler nämlich die Äste sind, desto mehr wachsen sie und desto weniger tragen sie. Je flächer die Äste sind, desto weniger wachsen sie und desto mehr tragen sie Früchte. Also nicht schneiden und flach binden. Jetzt machen wir uns mal an die Arbeit und wir schauen uns dann dieses Problem mit den angeschnittenen Ästen später an. Zunächst muss der Baum mal angebunden werden, stabilisiert werden. Sonst mit dieser schwachen Wurzelunterlage, die er hat, wird er umfallen und nicht lange stehen bleiben. Wir binden ihn also an, kann man eine Schnur oder einen Karton nehmen und binden hier an mit einem 8. Mit einer 8 binden wir ihn an und fixieren ihn so. Die 8 führt dazu, dass so ein bisschen mehr Spielraum ist, aber man muss so eine Anbindestelle jährlich kontrollieren und gegebenenfalls wieder lockern. Wenn wir eine Plastikschnur oder ein Plastikpendel benutzen, ist das natürlich einfacher und besser und hält das länger und muss weniger kontrolliert werden. Wir haben also die Mitte jetzt angebunden. Jetzt schauen wir uns diese Äste an, die wir haben. Wir haben hier einen flachen Ast. Man sieht jetzt, und das ist der Vorteil des späten Schnitts und des späten Pflanzen, ich sehe hier alles voller Blütenknospen. Und der Ast ist auch sehr flach. Ich muss hier also nichts ändern. Ich kann den wachsen lassen. Ich muss nichts binden. Lasse ich den sein. Hier habe ich einen zweiten Ast. Der läuft fast parallel mit dem ersten Ast. Den brauche ich nicht. Ich habe ja 3, 1, 2 und 3, also kann ich diesen hier gänzlich entfernen. Ich habe gesagt, möglichst wenig Schnitt, aber ein Ast ganz entfernen, das ist erlaubt, vor allem, wenn er einen anderen bedeckt und einen anderen, der einem für sich wertvoller ist, weil flacher gewachsen und voller Blüten konkurrenziert. Jetzt haben wir diesen Ast hier. Wie gesagt, ich hätte ihn lange gelassen, nicht angeschnitten, ist aber nicht so schlimm, weil auch hier stellen wir fest, er ist voller Blütenknospen und er wird allein durch die Kraft der Blüten und nachher vor allem durch das Gewicht der Äpfel nach unten kommen. Wir müssen hier also momentan auch nichts unternehmen. Dieser Ast aber ist stärker als die Mitte hier und muss unbedingt runtergebunden werden, sonst kann er längerfristig nicht gebraucht werden. Also binden wir ihn runter. Wir machen dazu so eine Schlaufe, die so hält. Und jetzt können wir den Ast hier dann runterbinden. Ich habe unten extra einen kleinen Nagel eingeschlagen, damit das Ganze auch runtergebunden werden kann. Wir machen das vorsichtig. Wir nehmen hier die Schlaufe an eine Knospe und drücken den Ast langsam runter, aber so, dass er nicht anreißt. Und binden den in die Waagrechte. Noch ein bisschen weiter unten, ja. So. Jetzt ist doch gewährleistet, dass ich die Mitte entwickeln kann, dass der flach ist und gegebenenfalls auch etwas flacher weiter wächst. Es ist nicht ganz so schlimm, dieses Anschneiden hier, weil hier Blütenknospen sind. Aber grundsätzlich empfehle ich im ersten Jahr und in den ersten 2 Jahren Seitentriebe gar nicht zu schneiden, also nicht wie hier zu schneiden, nur runter zu binden und erst nach 2, 3 Jahren, wenn sie hier voll mit Fruchtholz und mit Früchten und Blüten bekleidet sind, auf eine Blüte zurückzuschneiden, wenn ein der Ast zu lang ist. Der Grund, dass die Herrin des Hauses und des Gartens zurückgeschnitten hat, ist ja, dass ihr der Ast eigentlich zu lange war. Jetzt haben wir noch diese lange Mitte. Wir sehen hier auch, dass sie hier schön mit Blütenknospen begleitet ist. Wir sehen aber auch, dass die Mitte sehr lange ist. Wenn wir nichts unternehmen, wird der Baum hier oben weiter wachsen und hier passiert nichts. Das heißt, wir haben hier die erste Ebene von Ästen und hier oben passiert gar nichts. Also werden wir die Mitte etwas zurücknehmen, damit sie sich besser mit Seitenästen begleitet. Und wir schneiden auch hier auf eine Blütenknospe zurück. Das wird eine Blüte geben.
weil hier eine etwas schwächere Reaktion zu erwarten ist und zu erhoffen ist, dass hier dann Seitentriebe entstehen, die die Mitte und den Baum, der längerfristig so eine kleine Spindel werden soll, besser begleiten. Das waren so ein paar Tipps, wie man einen Jungbaum, einen Apfelniederstamm erziehen kann, wie man es machen soll und vielleicht auch das Anschneiden der Seitenäste, wie man es nicht machen soll. Wie immer, diskutieren Sie mit unten in den Kommentaren, wie würden Sie diesen Baum erziehen, hätten Sie etwas ganz anderes gemacht, schreiben Sie Ihre Kommentare unten rein, denn alles sollte man mir nicht glauben.